Das Aargauer Kunsthaus verwandelt sich für einmal zu einem Network-Event für Geschäftsführer, Berater und Entscheidungsträger von namhaften Schweizer Unternehmen. Unter dem Titel «Erfolgreich durch Krise» bietet das Beratungs- und Coaching-Unternehmen Jürg Willi und Partner zusammen mit dem Dienstleister in Vermögensfragen Kendris den 130 glatten Gästen vielseitigen Abend rund ums Thema Krise. Eine bewusste Wahl, die vor allem auch Strategien im Umgang mit Krisen aufzeigen soll. Eine Krise tut einem zwar ein bisschen aus den Bahnen raus, werfen, aber ich habe das schon manchmal erlebt, auch selber oder in Unternehmungen, die mich so schwierige Situationen begleitet hat, das weckt immer Energie und wo Lösungen gesucht werden, tut man sie in der Regel auch finden. Egal welche Branche und welches Umfeld, eine Krise haben die meisten Gäste schon mal erlebt. Irgendwann war ein Managementwechsel und ich musste dort eigentlich feststellen, dass es auch viel mit Menschen zu tun hat, ob man weiterkommt oder nicht, Sympathien, Antipathien. Und hat dort eigentlich feststellen, dass die Leistung alleine zählt nicht, sondern man muss auch mit den Menschen umgehen können. Und das hat dann für mich eigentlich eine Krise gegeben oder einen Frust. Referenten aus Wirtschaft, Politik und Armee zeigen auf, was es für Wege aus der Krise gibt. Ein Punkt ist, aus den gemachten Fehlern zu lernen. Ich denke, zu wenig zugelassen, aber dann die Leute auch zu wenig gefordert. Ich denke, wenn man die Leute fordert, dann schauen sie vorwärts und dann helfen die Leute, die Krise mit zu überwinden. Die Christine Egersegi, Aargauer Ständerätin und ehemals höchste Schweizerin, geht mittlerweile schon fast routiniert mit Krisen um. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich links den Vorteil von einer Situation aufschreibe, rechts den Nachteil. Und wenn man es dann so vor sich sieht, dann ist man manchmal überrascht, dass die Seite der Vorteile viel länger ist als die der Nachteile. Und da gibt es einem Mut und auch die nötige Energie, eine Lösung anzupeilen. Für den Armeechef André Blattmann ist das A und O vom optimalen Krisenmanagement die Vorbereitung. Daran denken, was könnte auf uns zukommen, das ist eine von meinen Aufgaben. Und wenn Sie in den letzten zweieinhalb Jahren zurückschauen, dann hat man nicht immer Verständnis dafür, wenn ich auch darüber rede, dass das könnte echte Krise werden. Und mich denkt, wir sollten hier ein bisschen offener sein und möglichst viele verschiedene Entwicklungen abdecken, sodass wir dann, wenn etwas passiert, ein bisschen besser parat sind. Nebst spannenden Vorträgen von insgesamt 4 Gastrednern spielt am Network-Event eben auch das Network eine zentrale Rolle. Der Anlass, der zum ersten Mal stattfindet, sorgt beim Publikum für positive Reaktionen. Ich habe den Mix extrem spannend gefunden, also die Referenten, ob es jetzt Militär, Politik, Wirtschaft oder Professor ist, hat gute Inputs gebracht, hat zum Teil auch Sachen wieder bestätigt, dass man eigentlich auf dem richtigen Weg ist oder der Vergangenheit das Richtige gemacht hat und dass es nicht wirklich etwas Neues gibt, was man jetzt verpasst hat in den letzten Jahren. Der Abend ist eine Chance, neue Kontakte zu knüpfen und wertvolle Inputs mitzunehmen. Es bedingt aber auch ein gewisses Eigenengagement. Von so einer Arbeit kann man dann etwas mitnehmen, wenn man sich Gedanken weiter fortsetzen tut und wenn man Gedanken nachher mittragen kann und daraus seine eigenen Schlüsse oder auch Schlüsse ziehen. Die Organisatoren sind zufrieden mit dem Anlass. Einem weiteren Network-Event von Jürg Willi und Partner und Kendris steht grundsätzlich nichts im Weg. Die grosse Herausforderung ist natürlich, das jetzt zu toppen. Die Feedbacks sind so gut, das ist dann die nächste Krise. Schaffen wir noch mal so eine gute, schaffen wir noch eine bessere? Wir werden zusammensitzen, werden es überlegen und ich würde aber sagen, tendenziell ja. Ob auch dann das Kunsthaus die schöne Kulisse bildet, ist noch offen. Hauptsache, der Event bleibt krisenfrei.